Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved. Und weiter geht's, wir sind hier im Theater und Trippy Tucker will unbedingt diese Energiezelle haben. Das heißt, wir müssen da hochklettern. Ja, die haben wir da vorne gesehen, jetzt müssen wir uns ein wenig orientieren. Jetzt bin ich aber nicht im Bilde, wo die jetzt dahin will. Da leuchtet so einiges. Wo ist denn da jetzt hin? Gehen wir mal daher. Können wir da irgendwo hoch? Nö. Da gibt's nichts. Zurück. Schauen wir, dass wir irgendwie darauf kommen. Das scheint ein guter Weg zu sein. Aha. Komm, Schatzi. Kommen wir da mit ihr rauf? Ja, das geht ja schon. Gut so. Da drüben leuchten Dinger, gell? Und jetzt. Trippy. Das ist ja so ein Mann. Der springt mit ihr durch die Gegend. Ah, da sind wir schon. Okay, wirf mich hoch. Jawohl, Madame. Irgendwie geht mir einer ab, wenn die so herumkommandiert. Ist das cool. So, Trippy. Eine Energiezelle drin. Ich muss sie nur irgendwie abkriegen. Aha. Wieder so eine Störung. Was hast du gesagt, Monkey? Ach, nichts. Ich werde mich mal umsehen. Gut. Okay. Okay, ich glaube, das schaffe ich. Die Energiezelle ist mit einem elektronischen Schloss gesichert. Also, ich muss das ganze System hochfahren, um es zu umgehen. Das sollte nur ein paar Minuten dauern. Hoffentlich bleibt uns noch Zeit. Also das Haluzi-Ding, das ist da vorne, direkt auf der Bühne. Unser Trippy Tucker. Mädel, wo ist denn die jetzt? Wo ist denn die hingesprungen? Egal, wir werden sie schon wieder sehen. Die muss da oben irgendwo sein, oder? Ja. Gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Er will sich umsehen, hat er gemeint. Dann soll er sich einmal umsehen. Wir springen dann mal lustig drauf los. Gut. Ja. So, da hinten sind Orbs, ja. Das schaut extrem cool aus. Ah, da oben ist Trippy Tucker, seht ihr. Gut. Kommen wir da weiter? Sind das Spinnweben? Ja, das sind Spinnweben. Aber höchstwahrscheinlich nur als Dekoration, weil wir laufen da durch die ganze Stadt. Es ist alles Schutt und Asche und nirgendwo waren Spinnweben zu sehen. Also die dürften nicht echt sein. Kommst du nicht runter? Ne, kommt er nicht. Lass uns doch da runterspringen. Ne. Ah doch. Wir holen zuerst die Orbs, ja. Da waren doch welche. Ah, wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt so viele Orbs schon haben auf unserem Display, ich spiele die ganzen Levels immer noch einmal durch, um eben die fehlenden Orbs zu finden und muss natürlich wieder slashen. Und dann bekommt man für jeden Toten, ja,
Mac and Powers. Schon wieder ein Flashback. Scheiße. Marki, wo bist du? Halt die Klappe. Einer von denen ist da drin. Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Oh oh. Trip, schalt es ab! Schalt es ab! Was in aller Welt machst du? Schaut euch unseren Odi an. Was macht denn der? Ein wenig unruhig, der. Monkey, ich hab eine Idee. Da oben ist ein Gerüst. Ich kann's auf den Hund runterfallen lassen. Verdammt, es funktioniert nicht. Der Mechanismus klemmt. Monkey, du musst da hoch und ihn lösen. Und wie soll ich das machen? Ja, wie? Wenn du die Beleuchterbrücken ausrichtest, müsstest du hochklettern können. Ah. Gut. Dürfte ja ein Kinderspiel sein. So, wo müssen wir da jetzt wieder hin? Das ist ein wenig kompliziert, denke ich. Warte, ich mache einen Scan. Okay. Siehst du diese Schalter? Die sind für die Beleuchterbrücken. Davon gibt's 3 Stück. Und wenn du sie am Gerüst ausrichtest, solltest du rüberkommen. Ja, Leute, das ist ja wirklich ganz easy, ne? Gehen wir mal darüber. Machen wir das einmal aufs gerade Wohl. Ne? Wo ist denn unser Odi? Genau so, aber die dritte Leuchterreihe ist noch unten. Kommen wir da drüben auch wohin? Ja, schauen wir mal. Du musst alle drei auf eine Höhe bringen. Da geht's nicht weiter. Okay. Darüber müssen wir. Oh weh, oh weh. Können wir da jetzt schon rauf? Warum folgt mir dieses blöde Licht die ganze Zeit? Keine Ahnung. Gehört wohl zum Unterhaltungsprogramm. So. Was genau meinst du jetzt, mein Schatz? Aha, das war ja gar nicht so schlecht. Weil wir müssen da ja zu diesem Schalter. Perfekt. So. Du hast es fast geschafft. Ja. Klar. Aha. Ja, kommt das gut, Leute. Oh. Fuck. Das war's natürlich nicht, gell?
müssen den anderen jetzt noch einmal betätigen. Den mittleren noch einmal hochfahren, gell? Und das war dieser hier, glaube ich, gell? Und wenn das nicht stimmt, gell, dann heißt wieder dieser Toso. Ist ja klar. Komm. Jawohl. Jetzt sind alle ausgerichtet. Du kannst zum Gerüst hochklettern. Dann tun wir das doch gleich. Bring mir frei. Jetzt ist aus und Schluss für Obi. Wo ist er? Da oben. Oh oh. Na. Bleib liegen. Na, wenigstens haben wir die Zelle. Nicht wie raus hier, bevor das Vieh sich losreißt. Hey, warte mal. Wir scannen ihn. Bist du irre? Den Hund scannen? Das ist noch nicht tot. Lass uns abhauen. Oh oh. Da bahnt sich doch was an, oder? Leute, wie war das? Also Leute, das war's für diesmal im Theater. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Spätestens morgen beim Hochladen des neuen Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es eben nicht weiter. Wünsche euch noch einen schönen Abend und vertschüss mich jetzt. Euer Toso. Ciao.